Quattro Colinas zählte lange Zeit zu meinen Lieblingskarten, doch durch den Rothirsch-Grind hat sich die Karte bei mir etwas abgenutzt. Im heutigen Video werden wir deswegen Quattro Colinas neu entdecken. Wir starten frühmorgens gegen 5.30 Uhr und werden einen gesamten Tag auf Spanien verbringen. Zeit anpassen und Schnellreisen ist heute verboten. Und ich hätte anfangs nicht gedacht, dass dieser eine Tag so viel Spaß machen wird. Hey Jagdfreunde, willkommen zu einem ganzen Tag auf Quattro Colinas. Ich bin mega gespannt, was wir hier so finden werden, wenn wir die Zeit nicht anfassen. Hab mega Bock drauf und ich würde sagen, wir schauen mal, was die ersten Tiere sind. Während wir da runterschleichen, ganz kurz die Waffen. Ich habe für Spanien passend mal wieder mitgenommen, die Martensen. Außerdem so als Allrounder die Ranger. Dann noch die Vasquez, die wir heute hoffentlich gut zum Einsatz bringen. Habe ich mega Bock drauf. Und für so einen Fasan, die Striker. Mal schauen, ob wir da einen finden. Also der Fasan ist irgendwo davon geflogen, aber auf dem Feld ist schon ordentlich Betrieb. Hier ist überall Bewegung. Da ist ein Reh, da hinten war nochmal irgendwo was. Nochmal eins. Und da ist noch ein schönes Viererwildschwein. Ich glaube, das ist ein guter erster Abschuss. Die Martensen habe ich wirklich lange nicht mehr abgefeuert. Die galt früher so als eine der besten Waffen auf größere Distanzen. Das ist jetzt gar nicht so nah. Okay. Der hat gepasst. Mal schauen, wo der reinging. Das lag sofort. Ging in Doppellunge und Herz auf 267 Meter. Erste Goldtierhammer, sehr schön. Und die Martensen hat gleich beim ersten Schuss absolut überzeugt. Also die Felder sind ja am Morgen scheinbar eine richtig gute Adresse. Ist nur ein Zweier, aber eine schöne Gruppe von Fasanen. Ich versuche den mal zu holen. Da war direkt vor uns noch einer, auch ein Zweier. Der ist auf der Flucht. Mal schauen, ob wir da noch die Chance haben. Bisschen näher würde ich noch gern kommen. Striker nur zwei Schuss. Ich denke, jetzt wird er gleich abheben. Da ist er. Bin mir gerade nicht sicher, war schwer zu sehen. Aber ich glaube, der hat keiner getroffen. Nein, das sieht nicht gut aus. Wir sind hier in den Morgenstunden, das ist die Trinkzeit der Rothirsche. Vielleicht kommt da gerade eine Gruppe runter. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig. Ja. Da ist einer alarmiert. Muss schnell gehen. Könnte noch gepasst haben, aber das war jetzt wirklich ein bisschen arg schnell. Aber ich denke, der fällt. Ich habe auf Spanien so viele kleine Rothirsche, da schadet es wirklich nicht, wenn man da die ein bisschen rausnimmt. Der war wirklich sehr knapp, ist gerade abgesprungen, aber hat noch gepasst. Kleiner Fünfer. Während sich die Sonne Stück für Stück Quattro Colinas zurückholte, ging es für uns erstmal den Berg hinauf. Hier oben hatte ich schon oft Spuren von Ibexen und Mufflons gesehen, aber noch nie so richtig gejagt. Und tatsächlich wurde unser Aufstieg mit es waren zumindest Tiere da. Da sind die ersten Besidibexe, wachsam, zwei Weibchen. Männchen sehe ich gerade noch nicht, aber sie sind ja auf jeden Fall unterwegs. Es ist wieder so ein bisschen der typische Vorführeffekt. Ich habe hier jetzt alles abgesucht. Jedes Mal, wenn ich auf Spanien unterwegs bin, ist hier eigentlich alles voll. Jetzt waren es zwei Weibchen. Aber dafür ist hier unten, irgendwo habe ich da gerade ein ziemlich großes, genau, Rack gesehen. Das sieht mir nach einem schönen 7er Rothirsch aus. Das ist ja auch nicht verkehrt. Da kommt er raus, ja, der ist wirklich sehr schön. Gerade noch einen Schritt nach vorne gemacht, ey. Heute läuft es aber richtig, aber der geht runter. Ich glaube, der zweite hat dann noch gepasst. Ist auf 25, jawohl. Ist relativ schnell gefallen. Erste war es nicht. Zweite hat gerettet mit der Doppellunge auf 134 Meter. Schöner Goldrothirsch. Jetzt geht endlich ein bisschen mehr. Die nächsten Tiere, Schweine, die hier am Ruhen sind. Sieht schon immer ziemlich witzig aus, wenn die hier so liegen. Wir werden sie mal ein bisschen aufwecken. Ja, da hat er sich bequemt. 100 Meter müsste mit der Vasquez eigentlich möglich sein. Martensen hat da gerade sehr gut funktioniert. Nur frontal möchte ich es mit der nicht machen. Ja, auf die Entfernung, da reicht die Vasquez. Auch da bin ich jetzt auch wieder gespannt, wo der reinging. Der lag auch sofort im Knall. Für Herz hätte ich eigentlich gedacht, dass er ein bisschen weit rechts war. Nee, hat genau gepasst. Vielleicht hat der Winter mitgespielt. Nächstes Goldwildschwein. Ah, das passt doch. Da vorne war gerade was. Jawohl, nächstes Zweierreh steht auf 150 Meter. Auch da müsste die Vasquez eigentlich gut gehen. Ja, der sah passend aus. Geht ziemlich schnell runter, 50, 25. Wunderbar. Was halt da auch wirklich das Schöne ist, nicht mal das Weibchen, das direkt daneben stand, wurde dadurch verschreckt. Da kann man dann deutlich mehr rausnehmen. Hier liegt
Unser schönes Zweierreh. Ich glaube, das war ein Angriff. 55, nur Silber. Schuss hat gepasst. 152 Meter, jawohl. In dunkelgrau. Das geht natürlich noch größer, aber ich finde einfach auch schon so dieses Gehirn von den Rehen einfach richtig, richtig schön. Es ist jetzt fast schon 10 Uhr, Zeit ist gut vorangeschritten. Nächstes Gebiet wird mal das hier sein, was wir abchecken. Ich hoffe, dass wir da jetzt noch ein paar Ibexe finden, denn auf die habe ich eigentlich gerade so am meisten Lust. Oben war man nicht wirklich erfolgreich, das muss jetzt besser werden. Wir sind am See angekommen und es ist kurz nach 10. Ab 10 Uhr kommen die eigentlich auch zum Trinken hierher. Hier ist ein Hochstand, ihr wisst, was das heißt. Ich würde sagen, das ist eine super Situation. Oh, es geht los. Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt aufbaue. Oh. Okay, ich habe ihn aufgebaut. Ich wollte eigentlich gerade sagen, das ist eine super Gelegenheit, um hier eine Runde auf Ansitzjagd zu gehen. Ich glaube, er ist nicht verscheucht worden. Das war schon mal kein schlechter. Aber wir warten jetzt hier einfach mal. Holy, das muss er gewesen sein. Oh, da kommen ein paar richtig schöne. Wir warten hier kurz. Mit dem Luftgewehr müsste da einiges gehen. Also das ist jetzt wirklich mal eine richtig schöne Herde. Könnte es sein, dass die gleich mit dem Wind Probleme bekommen oder dass der Hund ihnen Probleme macht. Musste ich jetzt machen. Sollten eigentlich, jawohl, fallen beide ganz gut. Die hier sind noch wachsam, aber die wären sonst davon. Der liegt. Der kommt vielleicht nochmal. Wir bleiben mal noch hier im Ansitz und schauen, was noch alles runterkommt. Mittlerweile ist es 11:45, also es ist ordentlich Zeit vergangen, aber die Besiet kommen jetzt hier gerade wieder runter. Da drüben ist noch eine kleine Gruppe von Rondas, allerdings sind das nur Weibchen. Nachdem wir nicht ewig Zeit heute haben, würde ich sagen, wir nehmen hier mal noch einen großen mit. Der sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Sollte gepasst haben. Oder auch nicht. War der zu weit oben? Geht ganz langsam runter. Ja, er müsste fallen, aber ich glaube, den habe ich auf die Entfernung etwas weit oben angesetzt. Aufstehen, Simba. Weiter geht's. Wir holen die Tiere ab. Die waren jetzt noch nicht in Diamant-Range, aber schon mal ein ganz guter Anfang. Gold mit 154. Die gefallen mir schon wirklich richtig gut. Ich gehe eigentlich viel zu selten auf die ganzen Ibex-Arten. Man kann da auch ein richtig cooles Multimount machen. Vielleicht finden wir heute doch noch einen schönen, dass wir den in die Lodge packen können. Das war der zweite, der dürfte noch ein Ticken größer sein, 158. Hier ist der dritte, bin ich jetzt ein bisschen gespannt. Jawohl, war zu weit oben ins Rückgrat. Wäre nur Silber gewesen. 12:30, wenn wir uns beeilen, dann sehen wir hier unten vielleicht den See noch. Ich habe keine Ahnung, ob da auch Ibexe trinken, aber wir werden es mal abchecken. Ich hoffe, wir finden da noch welche. Direkt vor mir waren gerade ein paar Calls. Den Vierer habe ich leider aufgescheucht. Wir müssen mal gucken. Wenn wir Glück haben, dreht er sich gleich noch. Der ist schon wirklich nicht schlecht. Komm, beruhig dich. Getroffen sollte ich ihn haben. Jawohl, geht auch runter. Perfekt, da drüben habe ich auch noch welche gesehen. Sind nur wachsam, die waren weit genug weg. Die werden wir uns auch noch genauer anschauen. Es ist erst kurz vor 1, aber es sieht so aus, als ob die sich davon machen. War ein recht spitzer Winkel, aber da ist die Martinsen wirklich auch eine Macht. Geht ganz schnell runter. Perfekt. Da liegt er gegen hoch bis 173 oder so. Ist bei 167, also wirklich nicht verkehrt. Schuss hat schön gepasst. Richtig breite Hörner. Schon echt cool. Und das war der zweite mit der Martinsen. Jawohl, 234 Meter hat ihn super schnell gelegt. Nächste Gold. Kurz nach 1. Wir haben noch den kompletten Nachmittag und Abend vor uns. Ich würde jetzt hier mal runterziehen, mit dem Boot übersetzen und hoffen, dass wir hier noch ein paar größere finden, denn das hat jetzt auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Da oben war gerade der Ruf eines Mufflons. Die habe ich auch schon wirklich ewig nicht mehr gejagt. Oh, schöner Vierer direkt. Liegen hier in den Bäumen drinnen. 154, 170. Der ist schon ordentlich. Es sind ein paar schöne große Dinger dabei, aber das ist wirklich der größte. 179 geht, glaube ich, der Diamant los. Reicht also nicht ganz, aber der macht auf jeden Fall was her. Wir müssen ihn nur aufbekommen.
Das war super knapp. Der war direkt aus dem Sitzen auf der Flucht. Aber ich glaube, ich habe ihm direkt ins Herz getroffen. Ist ein schönes, großes Mufflon. Der hat auf jeden Fall richtig coole Hörner. Ziemlich groß, schön geschwungen. Wo habe ich ihn erwischt? Auf den Nacken, bei 94 Meter mit dem Luftgewehr. Genauso wollte ich das. Bisschen was fehlt noch zu Diamant, aber der muss ziemlich stark aussehen. Leute, ich habe gerade zum ersten Mal Zwillingsrothirsche entdeckt. 158 bis 204. 159 bis 205. Er ist als erstes rausgekommen. Zwei richtig schöne Siebener. Martensen. Kleiner Härtetest. Müsste eigentlich für den hier... Ja, so halb gereicht haben. Ich denke, war ein Ticken zu weit hinten. Estimate war ja ziemlich identisch und auch das Geweih hat ziemlich gleich ausgesehen. Ich bin jetzt gespannt, ob die unterschiedlich scoren. 197,78. Das war der erste mit der Doppellunge. Da liegt der zweite. Der ist jetzt aber eigentlich nicht viel weiter gekommen als der erste hier. Vielleicht war das ein kleiner Anzeigefehler. 202,51. Dann hat der sogar höher gescored. Schuss hat gepasst, jawohl. Ja, kleine Unterschiede sieht man jetzt doch. Guter Simba. Bevor wir gleich mit dem Boot übersetzen, können wir hier vielleicht, hier klopft es überall um mich rum, noch ein paar Hasen mitnehmen. Junge, ist der schnell gewesen. Jetzt ist er nicht mehr so schnell. Nummer 1 Hammer. Gold 5,43. Okay. Wir sind am Steg angekommen. Der Plan wäre jetzt, hier runter zu dem See zu laufen. Ich weiß, dass der zu den Trinkzeiten relativ gut Ibexe hat. Ich habe keine Ahnung, wo die sich außerhalb der Trinkzeiten aufhalten. Aber ich würde da wirklich gern heute noch ein bisschen größeren erwischen. Wir versuchen es einfach mal. Ich bin gerade erst vom Steg angekommen. Da vorne war gerade irgendwo Bewegung. Ich konnte noch nicht sehen, was es war. Da. Mufflons, auch nicht schlecht. Am Ruhen. Und da ist wieder ein schönes Vierer. Ja, hat gereicht mit der Ranger. Oh, da war noch ein größeres dabei, aber auch nicht in die Range. Aber der hier ist schon unten. Nicht ganz so groß wie das erste, aber aus dem Winkel, jawohl, Leber und sogar noch die Lunge. Auch ziemlich schön eingekringelt hier, 145. Fasanenwarnruf. Ich glaube, ich bin schon zu nah dran, um jetzt noch aufzupassen. Habe ich ihn jetzt echt gar nicht getroffen? Alter, kann nicht sein. Zweite Chance. Oh, ich dachte schon, ey. Wäre ultra peinlich geworden. Mal schauen, was es für einer ist. Zweier 16,34. Okay, gerade so. Aber immerhin haben wir den auch. Ich habe gerade was gefunden. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber eine 2 bis 3 Kilo Spur. Ich habe noch keinen Diamant Fasan und ich warte auf den schon so ewig lange. Aber Fasanenspuren zu tracken, ist nicht so das Allergeiste. Ich würde vorschlagen, ich versuche es eine kurze Weile. Wenn das jetzt zu lang dauert, es ist schon 4:15. Da guckt man eher noch nach den Ibexen. Aber zumindest versuchen können wir es mal. Direkt vor mir jetzt ein Warnruf. Ist er das? Das ist er nicht. Schade, ich habe jetzt echt gehofft, dass der uns hier zufällig so direkt in die Arme läuft. Nur ein Zweier in Silber, schade. 16.51 Uhr. Wird langsam spät, wird auch schon wieder dunkel. Wir sind an dem See angekommen. Ich werde jetzt einfach dieses Gebiet hier mir noch anschauen und hoffen, dass da irgendwo welche sind. Denn so viel Zeit haben wir nicht mehr. Also Spuren habe ich schon mal gefunden. Die sind scheinbar hier irgendwo in den Westen gezogen. Ich hoffe, wir finden die gleich. Ich habe die Gredos gefunden. Da war der in der Max Ranges. Ist leider nur ein Dreier, aber auf 140 Meter. Den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Sollte eigentlich mit der Waffe ziemlich schnell am Boden sein. Jawohl, liegt schon. Sehr schön, dann haben wir einen Gredos auch noch. Ja, war jetzt kein Monster, aber Schuss hat gepasst. Auch die Hörner sind von der Form richtig cool. 72, kleiner Silber. Die Sonne ist schon ziemlich untergegangen, aber da vorne habe ich noch entdeckt, ist irgendwo ein Jägerstand. Da sind auch noch ein paar Mufflons. Ich würde sagen, wir lassen den Jagdausflug auf dem Jägerstand ausklingen und schauen, ob hier in den Abendstunden noch irgendwas Schönes vorbeikommt. Ich hoffe's. Fasan kommt hier auch noch vorbeigeflogen. Beide getroffen, wenigstens das, war auch kein großer. Kaninchen auch noch, also ein bisschen was geht hier schon noch.
Und für einen ganz kurzen Moment habe ich gedacht, der ist verdammt dunkel, aber das ist einfach nur das Licht. Ich glaube, ich habe noch nie im Abend einen Fasan geschossen. In Gold, schöne Mauserung. Wenn da irgendwann mal der Mähler rausspringt, dann würde ich richtig feiern. Der Ausflug in Spanien näherte sich dem Ende und Sonne und Mond hatten erneut ihre Plätze getauscht. Während die sonst so bunten Felder um mich herum immer dunkler wurden, habe ich den Tag nochmal Revue passieren lassen. Und ich muss sagen, dass ich bei einem Ausflug lang nicht mehr so viel Spaß hatte. Einfach durch die Map zu ziehen, die Landschaft zu genießen und auch an Ecken zu schauen, an denen man sonst nicht unbedingt unterwegs ist, war auch ohne Diamant irgendwie echt spannend. Zum Abschluss ist tatsächlich auch noch eine kleine Herde Mufflons aufgetaucht. Und ich habe auch dort das Größte rausgenommen. Ich habe Quattro heute auf jeden Fall wieder zu schätzen gelernt und bin jetzt schon gespannt auf den nächsten Ausflug durch Spanien. Wie immer hoffe ich, das Video hat euch gefallen und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, haut rein!